Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Guido. Heute ist wieder mit dabei der Stefan. Und heute haben wir ein anderes Cash-Mobil. Das steht da unten. Stefan, sein schneller Golf. Und heute probieren wir es mal. Wir mussten ja letztes Mal hier abbrechen. Wir sind jetzt an den gleichen Cash wieder dran, wo wir rennen mussten das letzte Mal, wo uns die Gewitterzelle überrascht hat. Schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. War heftig. Ich habe gehört, so viel Regen ist gefallen wie noch nie in Luzern. Seit Messung und Sturm über 110 km/h. Wenn ihr mich seht, ist Freitag, endlich Wochenende. Haben wir uns auch verdient, oder? Gut, wir sind ganz in der Nähe. Ich schätze noch 20 Meter. 10 Meter. Wo ist unser erster Cache? Wir suchen. Schaut mal. Lauter. Stefan ist ganz mutig. Kuh schaut auch schon, was wir da machen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt gibt's einen Schmatzer, Stefan. Oh, bist du was? Ja, das ist er. Wir haben ihn. Schaut mal, das war da drinnen. Oh, das Logbuch ist natürlich wieder super klein. Unser erster Cache für heute. Schaut mal, wir haben, also ich jedenfalls, habe klein, mini und alles ausgeschaltet. Mikro und Nano. Wie kommt sowas hier zustande? Ich weiß es auch nicht. Na gut, dann locken wir uns ein. So ein Logbuch. Das muss der oft tauschen, schätze ich. Okay, Stefan darf sie auch noch eintragen. Okay. Stefan versteckt ihn wieder. Oh. Und? Okay. Versteckt. Unser erster Cache. Cool. Ciao. Wir machen uns auf, unser erster Cache. Wir werden noch ein bisschen das Schloss oder ein bisschen filmen mit der Drohne. Und dann geht's auf zum nächsten Cache. Seid gespannt. Irgendwas mit Herr der Ringe oder mal gucken. Angekommen. Schaut mal, es riecht hier fantastisch. Weil ich finde dich auch ziemlich cool. Mini-Laden. Herr der Ringe, da meint der bestimmt diese Ringli, diese Süßigkeiten, oder? Biskuit. Da seht ihr ihn. Das könnte der Cash sein. Ist es aber leider nicht. Und das ist mit Herr der Ringe gemeint. Schaut mal. Ah, da sieht man was. Schaut mal. Da laufen die Kekse lang. Ich habe ihn schon gefunden. Hey, da. Mein Mikro. Oh. Mikro. Ich habe alle Mikro ausgeschalten. Und Nano. Meinen die, das Versteck ist groß? Und dann haben die, ich habe auch klein ausgeschaltet. Aber das ist er. So. Brauchen wir wieder einen Kuli. Unser zweiter Cache. Super schnell gefunden. Wieder so ein kleines Logbuch. Ob wir das wieder reinkriegen? Alter Schwede. Wir locken uns ein. Okay, reicht. Stefan rollt wieder zusammen. Mal schauen, ob er es schafft.
Warum gibt es kein Geruchsfernsehen? Das riecht so gut. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt verstecken wir ihn wieder. Jetzt ist er dran. Also, wir machen uns den auf zum nächsten Cache. Bleibt dran. So, wir sind jetzt ein paar hundert Meter gefahren zum nächsten Ort, zum Versteck des Caches. Es soll wieder ein kleiner sein, haben wir gelesen. Schaut mal. Ein Denkmal steht hier. Und wie heißt der Hinweis, Stefan? Mann mit Hut. Mann mit Hut. Wir dachten erst da vorne, aber Mann mit Hut ist das gemeint. Wird bestimmt wieder eine Schraube sein. Seht ihr hier drüben? Ist nichts. Und da ist eine dicke Schraube. Yes, unser dritter Cache heute. Wir haben ihn gefunden. Oh, schau mal. Das ist ja auch wieder. Oh, Hilfe. Zack. Wir verstecken ihn wieder. Schau mal. Ah, doch, das Magnet drin. Ah, okay. Dann verstecken wir den Cache wieder, weil da war ein blonder Muggel da drüben mit Hund. Deswegen muss man vorsichtig sein. Wir haben den dritten Cache wieder versteckt. Und jetzt ab ins Auto und los. Schnell weg. Wir haben jetzt vorne das Cashmobil abgestellt und jetzt sind wir auch mal da am richtig coolen Ort. Schaut mal, das hier ist ein Waldlehrpfad Galgenberg. Wieso heißt der Galgenberg? Hier hingen früher sicher welche. Oder immer noch. Schaut mal. Wir sind ganz in der Nähe. Oh, Stefan hat ihn schon gefunden, ich auch. Guckt mal, seht ihr ihn? Wir haben unseren vierten Cache. Geil, läuft. Das Logbuch diesmal ein bisschen größer. Yes. Wir haben es geschafft für heute. Ein paar Drohnenaufnahmen noch gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da bitte und abonniert den Kanal. Kostet nichts. Nicht vergessen. Also, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Immer schön gesund bleiben. Rausgehen zum Cachen. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao, sagt euer Guido und der Stefan. Ciao.